Milizhaus. Milizhaus, besorgen wir uns den Schlüssel, beziehungsweise wo geht's auch immer zu den Verlies-Gedöns-Sachen, ne? Schlüssel oben. Ich guck mal. Tja, und? Wisst ihr noch, wie ihr mich mal verprügelt habt? Tanzt jemand? Kann ja auch einfach überall in den Kisten nachschauen, ne? Brevla des Reiches. Die Kriminellen unseres Landes lassen sich immer neue Tricks einfallen, um zu stehlen, betrügen und zu morden. Also ich habe nichts gemacht. Zit hat nur ganz komische Pläne. In dieser Ausgabe soll über die sogenannte Gesellschaft berichtet werden. Sie gilt als größte und gefährlichste Untergrundorganisation unseres geliebten Landes. Naja, die Grundausbildung ist da, glaube ich, nicht so gut. Schätzungen gehen derzeit von ca. 2000 Mitgliedern aus. Ihr Machtbereich beschränkt sich derzeit hauptsächlich auf das Festland Myrtanas. Bisher ist noch nicht viel über diese Organisation bekannt. Allerdings wissen wir, dass ihre Mitglieder häufig schwere Aufnahmeprüfungen absolvieren müssen. Danach gelten sie aber als volles Mitglied der Gesellschaft. Bisher konnte auch nur wenigen Mitglieder gefangen genommen oder getötet werden. Wir gehen davon aus, dass ein gewisser Skara, kenne ich doch irgendwoher, den Anführer dieser Organisation darstellt. Dieser bereits vorgestrafte Verbrecher war noch bis vor kurzem im Minental von Corinnes und ist innerhalb dieser Organisation binnen Wochen aufgestiegen. Wir empfehlen. Ja, was? Ich will wissen, was ihr empfehlt. Ja. Okay, dann kein Wunder, dass ich den Namen kenne. Dann ist es kein Wunder. Ich muss mal schauen. Muss ich alle Kisten knacken? Da ich nur Mitglied der Stadtwache bin, sollte ich den Schlüssel aus dem Wachhaus stehlen. Das war das dann, das Haus da hinten, wo ich ins Wasser gesprungen bin, oder? Ja, es ist aus Gothic 1, deshalb wegen Minental. Ich war nur vorhin ganz kurz verwirrt, weil da war einmal zu schnell geschrieben und so ein Buchstabendreher. Und da stand nicht Myrtana und dann habe ich kurz gezweifelt, ob das jetzt Myrtana heißt oder nicht. Da hatte ich ganz kurz Problem. Was willst du hier? Ja, was werde ich wohl von einer Köchin wollen? Wie wäre es mit Essen? Du gehörst also auch zur Wache? Gut, dann kannst du dir jeden Tag eine Ration Fleischeintopf hier abholen. Danke. Hey, das ist nichts Besonderes. Das bekommt hier jeder, verstanden? Ja, ist ja wieder gut. Also ich hätte gern, also Fortuno war mir grundsätzlich lieber. Ich will meine tägliche Ration Fleischeintopf abholen. Hier, nimm und erstick daran. Was ist denn dein Problem? Dann hole ich lieber mir eine Fischsuppe holen. Kann ich noch eine haben? Ich will meine tägliche Ration Fleischeintopf abholen. Du hattest deine Ration doch heute schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Bin leider nicht an meiner Portion erstickt. Ich glaube, die hat ein paar Probleme. Gottchen, ist sie unfreundlich. Nee, nee, nee. Gar keinen Fall. Kann der Fleischeintopf denn? Das ist Fleischeintopf, ne? Nicht mal Fleischwanzenragout oder so. 35. Lebensenergiebonus. Ja, gut. Da gibt es so nette Gesellen wie Fortuno. Und dann gibt es sowas. Jetzt auch irgendwie. Da lag ein Hammer und Gold. Liegt der Schlüssel rum? Hängt da an dem Brett? Muss ich Leute beklauen? Ich wollte jetzt nicht. Rot, Milch. Fischsuppe. Mädchen? Ich? Kiste. Soll ich denn an die. K Ich sag euch, ich darf noch alle Truhen looten. Nein! Oh, okay.
Die Wache will nicht mit mir reden. Ich hab, weil ich ihm gerade die Fischsuppe genau vor seiner Nase weggemobst habe. Okay. Wo soll der sein? Der Schlüssel. Schlüssel aus dem Wachhaus stehlen. Kommandant Gerard in seinem Wachhaus. Oben. Ich weiß halt nicht, ob das oder das andere. Ein Ring. Tabak. Ich habe hier nicht mal richtig geschaut. Ich glaube, das andere. Gut, aber da gibt es Brot, wenn wir Brot brauchen. Kindheitserinnerungen anlockt. Ich mag aber, wenn... Ich habe was gehört. Wer da unten ist. Da unten sind Viecher. Oh Gott, schwarze Wölfe, glaube ich. Ich mag das, wenn es so diese kleinen Referenzen gibt, ne? Auch wenn ich hole meinen Kopf. Das manchmal einfach nicht zusammengebastelt kriegen, aber naja. Ich mag das trotzdem. Weil man hat es ja dann schon mal gehört. So ist es nicht. Und so wie ich Gothic 1 euch gespielt habe. Und ich habe das mitbekommen, dann bekommt das auch jeder andere auch mit. Nehme ich ja mal fast an. Ich bin fast der Meinung, dass es dann hier drin... Stopp, hier an der Seite? An der Seite ist das gemein. Ich wollte gerade sagen, bestimmt in der Kiste. Hab ich. So. Eingang zur Kanalisation. Ich habe nun endlich den Schlüssel zur Akaro stehlen können. Ich sollte nun zur Arena-Ecke gehen und die Tür dort aufschließen. Kann ich nicht trotzdem hier mal kurz in den Kisten schauen? Ich habe ja gerade gespeichert, ne? Falls sie mich erwischen. Sag mal. Ah, ich habe jetzt nicht gezählt. Was ist das für eine Kiste? Verkackeiert mich nicht. Also 6-mal in die Richtung. Ich dann 1-mal in die andere und dann eilige Kacke. 2-mal. What? 1. Jetzt bin ich komplett. Warte mal. Hier, andersrum muss ich mir das aufmalen. Das ist ja brutal. 6. 1-mal. 2. Oh, Gottchen. Und dann sind nur 200 drin. Das ist bei den Dietrichen, die ich hier gerade verschwendet habe. Ich weiß ja nicht. Oh Gott, bestimmt wird das jetzt genauso lang. Hm. Ach, das ist jetzt im Wechsel, oder wie? Ich hole mir erstmal gleich ein paar Dietriche, ne? Was sind das für Kisten? Ja. Ich brauche Dietriche. Das wird hier nichts. Die haben mich an die ganze Zeit von mir rechts, links, rechts, rechts. Ja, das ist aber auch... Also manchmal denkt man sich, okay, aber das ist halt länger als 8-mal. Ich glaube, ich hatte die anderen Kisten, waren nur 6 oder so. Das ist das eine war irgendwie 12, keine Ahnung. Aber das eine war richtig gemein. Das war irgendwie die ganze eine Richtung. Manchmal gibt es einfach so eine Logik dahinter, dass man weiß, ja, okay, gut, jetzt sollte demnächst wieder die Seite kommen. Aber das ist ja hier wieder random. Zeig mir deine Ware. Ich brauche so viel Dietriche, ich brauche alle. Ich brauche einfach alle. Danke. Mal gucken, was ich mir beim Aufmalen... Und dann machst du es dir einmal auch falsch auf, wie das gerade bei diesem Schloss war. Aber bei so langen Sachen, ich muss mir das
abschreiben. Da habe ich den Anfang ja schon wieder vergessen. Manchmal hat man aber auch so einen Rhythmus drin, dann klappt es. Aber es, ich weiß echt, das ist ja unendlich lang. Und dann ist da nachher wieder nur 200 Gold drin, oder wie? Am Ende wird eh der Neue verdächtigt. Heiltränke und 125, okay. Haben wir das auch? Ich sag euch, später habe ich nicht genügend Dietriche. Schlösser öffnen gibt es ja nicht. Als Spruchrolle. Um irgendetwas anderes zu klauen, was dann essentiell wichtig ist. Seht ihr schon wieder vor mir? Ach, nach unten muss ich zur Arena. Naja, dann gucken wir doch mal, was hinter der Tür ist. Und eigentlich dürfte ich doch da rein. Die haben nur vergessen, wofür der Schlüssel ist. So war das doch. Die wissen gar nicht mehr, wofür dieser Schlüssel ist. Ja, der Typ müsste zwar eigentlich schon tot sein, oder? Da lang. Boah. Ein bisschen kompliziert hier zu laufen, Herze. Beim heiligen Klappaudermann halluziniere ich? Nein. Wer zur Hölle bist du? Wer ich bin, ist erstmal nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was ich vorhabe, was ich für dich tun kann und was du für mich tun kannst. Ach so, ein sehr zielstrebiger junger Mann bist du. Na dann schieß los. Was willst du? Wir sind hier doch nicht illegalerweise. Die anderen wissen doch gar nicht mehr, was es hier drin gibt. Und wir, die gehören ja zur Miliz. Wir dürfen ja. Wir dürfen. Und abhauen tut er ja eh nicht. Das wäre mir neu, dass wenn ich irgendwo die Tür auflasse, die Leute auf einmal einfach gehen. Das machen die ja nicht. Die sitzen dann auch weiter rum, obwohl alle Banditen schon tot sind. Die sind halt sehr, ne? Die warten auf unsere Anweisung. Erzähl mir erstmal ein wenig von dir. Dann sage ich dir, was ich von dir will. Es war sicherlich nicht einfach herauszufinden, dass ich hier bin. Mhm. Ganz abgesehen davon, diesen Raum überhaupt betreten zu können. Mhm. Ich nehme also an, du weißt schon einiges über mich. Naja. Ich bin alt, aber nicht dumm. Also, was weißt du? Du hast recht. Jasper hat mir ein bisschen von dir erzählt, aber auch nur grob. Jasper? Ich fass es nicht. Der alte Pirat lebt also noch. Macht er immer noch die Meere unsicher? Ja, Jasper lebt noch. Er hat sich aber zur Ruhe gesetzt. Jetzt lebt er sogar hier im Dorf. Sachen gibt's. Nun, wenn du ein Freund von Jasper bist, kann ich dir ja vertrauen. Wie du sicher weißt, ist mein Name Akaro. Mein ganzes Leben lang war ich ein Pirat, habe eine Menge Schätze gestohlen durch meine Beweglichkeit, die ich aber dank dieses verdammten Rattenlochs inzwischen verloren habe. Und nun bin ich ein alter Mann geworden, dessen größte Freude es ist, ein gutes Buch zu lesen. Nun aber ist die Tür offen, du kannst also von hier fliehen. Ich bin zu alt für diese Welt da draußen. Auch wenn ich gerne nochmal die Strahlen der Sonne auf meiner Haut spüren wollte, so würde Boner mich sicher sofort töten lassen. Und für ein Leben auf der Flucht ist es für mich zu spät. Ich bin froh, wenn ich meinen Lebensabend in Ruhe genießen kann. Wie du meinst. Ich hätte auch gern meine Ruhe. Und hab ich die? Wie genau kamst du hierher? Wie viel weißt du? Die Geschichte ist ziemlich lang. Ich weiß, dass du gesehen hast, wie Bonas Sohn Hector einen Mord begangen hat. Dafür solltest du getötet werden. Aber weil du das ganze Pack verflucht hast, mussten sie dich einsperren. Ja, das stimmt. Im Großen und Ganzen. Es war allerdings kein normaler Mord. Hector ist verrückt. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen als Kind. Auf jeden Fall hat er fast seine gesamte Kindheit im Wald verbracht, für den er jetzt eine unglaubliche Vorliebe hegt. Seine einzige. Abgesehen von der Magie vielleicht. Dieser Mord war eigentlich nur ein grausames Experiment, das schiefgegangen ist. Hector wollte seine beiden Vorlieben zusammenbringen. Er wollte... Oh, wie soll ich sagen? Er wollte die Magie benutzen, um mit dem Wald zu kommunizieren. Wieder das? Wollte er die Sprache der Bäume lernen? Ha! Nein, viel schlimmer. Er wollte sich in ein Mischwesen aus Mensch und Baum verwandeln. Doch vorher brauchte er natürlich ein Versuchsobjekt.
Das war ein armseliger Angestellter von Bonor? Genau. Ich sah, wie Äste aus dem armen Mann wuchsen. Er wand sich vor Schmerzen, verwandelte sich immer wieder teilweise und schrie die ganze Nacht. Ich glaube, er hat mehrere Stunden gelitten, bis er endlich tot war. Bei Innos, das ist ja grauenhaft. Kein Wunder, dass sie dich verstecken mussten. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Chillen. Aus Angst vor mir lassen mich Bonors Sklaven glücklicherweise nicht allzu sehr leiden. Ich bekomme fast alles, was ich brauche. Hm. Aus diesem Grund lese ich viel. Oder bilde mich in der Magie, die schon immer mein Hobby war, weiter. Kannst du mir etwas beibringen? Nein, tut mir leid. Oh. An die wirklich großen Sachen komme ich natürlich nicht ran. Wäre ganz schön blöd von Bonor, das zu fördern. Bei mir geht es da mehr um Hintergrundwissen. Naja, abgesehen von der Magie koche ich auch recht gerne. Naja, was soll ein ausrangierter Pirat in diesen Katakomben schon sonst tun? Ausrangiert? Fällt es auf, wenn Bonusleute ständig Zeug hier runterbringen? Das müsste es tatsächlich. Allerdings kommen sie immer nur nachts und stellen das Essen gleich am Eingang dieser Gewölbe in ein paar Fässern ab. Also wenn sie von jemandem dabei gesehen werden, wird sich wohl kaum jemand etwas dabei denken. Und ich bin einfach tagsüber da rein und die Tür steht offen, das ist gut. Nun gut, ich brauche deine Hilfe. Nun gut, was kann ich für dich tun? Ich will lernen, wie man tiefe Stürze überlebt. Jasper sagt, du kannst mir da vielleicht was beibringen. Ja, ich könnte. Wozu brauchst du das? Ach, ich bin ehrlich. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Ich will etwas stehlen. Oh, sehr gut. Was denn da? Obwohl, eigentlich vielleicht dämlich. Weil er ist ja mit Bonas Männern dicke. Also halbdicke. Ach. Bonas Rubin. Aber um in sein Haus zu gelangen, brauche ich deine Fertigkeiten. Bonas Rubin? Du gefällst mir, Junge. Lässt dich gar nicht erst von den kleinen Fischen aufhalten. Ich helfe dir natürlich gerne dabei, dem alten Boner eins auszuwischen. Okay. Vor allem, wenn Jasper so viel von dir hält, wie du behauptest. Aber ich habe eine Bedingung. Oh nee. Du musst Hector töten und mir seinen Kopf bringen. Was haben die denn immer alle? Sag mal, woanders habe ich nie so viele Auftragsmorde bekommen. Warum soll ich ihn töten? Hector ist ein Monster und ein Mörder. Ich weiß, auch Piraten wie ich einer war töten, aber... Das ist etwas anderes, verstehe. Ja, ob es dir passt oder nicht. Hectors Opfer hat lange gelitten. Und ich weiß nicht, wie viele Leben noch auf sein Konto gehen. Oder was er für die Zukunft plant. Hector ist und bleibt eine ernsthafte Bedrohung. Und außerdem will ich meine Rache. Also wir sind quasi eigentlich schon irgendwie Assassine, ne? Wir sind nicht Dieb, wir haben irgendwie wirklich in die Assassinenlaufbahn rübergewechselt. Wo sind meine Dolche und mein Gift? Hm? Und meine coole Lederrüstung. Was, wenn ich ihn nicht umbringe? Ganz einfach. Ich werde dir nur helfen, wenn du mir vorher hilfst. Es kommt also ganz darauf an, wie nötig du meine Hilfe hast. Okay, überredet. Ich mache es. Wir haben es wohl sehr nötig. Wir haben es äußerst nötig. Okay, haben wir das geklärt. Wo hält sich Hector auf? Ich habe ihn nie im Dorf gesehen. Das ist wohl etwas schwieriger. Ich weiß, dass es Hector kurz vor dem ersten Mord mehr oder weniger gelungen ist, seine Verwandlung tatsächlich zu vollziehen. Ich schätze, er ist dann in den verdammten Wald gerannt, den er so liebt. Welchen Wald? Nach den Karten, die ich hier habe, gibt es in diesem Teil des Landes nur drei kleinere Waldstücke. Das Stück direkt oberhalb der Stadt, auf dem Weg zu... Bauen Sie nicht gerade dort einen Leuchtturm? Wie auch immer, der Wald ist es bestimmt nicht. Er ist sicher nicht abgeschieden genug. Bleiben nur noch zwei. Du wirst es wohl in beiden mal versuchen müssen. Aha. Welche zwei Wälder meinst du? Wenn du aus der Stadt raus und dann durch den großen Steinbogen rechts gehst und dann nochmal rechts den Weg folgst, kannst du das eine Waldstück eigentlich nicht verfehlen. Der andere Wald ist etwas weiter weg. Bieg, wenn du aus der Stadt rauskommst, links ab und geh durch den ungefährlichen Wald. Vor der Leuchtturmbaustelle musst du rechts abbiegen und immer weiter dem Weg folgen. Irgendwann solltest du mal zu einer Holzbrücke kommen. Da gehst du drüber und dann bist du da. Alles klar? Ja. Jo. Jo, alles easy peasy lemon squeezy. Ist er ein gefährlicher Feind? Und wie töte ich ihn am besten? Er ist verdammt gefährlich.
Wie gefährlich genau, weiß ich nach seiner Verwandlung natürlich nicht. Vermutlich hat er magische Kräfte. Ich schätze aber, es wird schon schwierig genug, ihn überhaupt zu finden. Warum? Hector ist ein Teil des Waldes. Er wird sich nicht finden lassen. Ich denke, du musst ihn beschwören. Bin ich gleich wieder. Weiß ich nicht, wie viel Zutaten abdrücken darf für irgendwelche Beschwörungssachen. Und dann nochmal on top was bezahlen darf, das schaffe ich nicht. So viel Kohle habe ich nicht. Muss ich erstmal wieder nachts arbeiten gehen. Na, du brummst mir aber ordentlich was auf. Wie schlägt das alles an? Das Ganze ist nicht ganz unkompliziert. Die Beschwörungsrune habe ich bereits hergestellt. Was? Wie hast du das so schnell gemacht? Denk doch mal nach, du Landratte. Ich sitze hier schon seit Jahren rum. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwann die Möglichkeit bekomme, mich an Hector zu rächen. Und diese Gelegenheit wollte ich nicht verpassen. Also habe ich mich ausreichend darauf vorbereitet. Okay. Naja, wie auch immer. Wie du vielleicht weißt, ist die Natur, damit auch der Wald an sich, prinzipiell neutrales Gelände. Was faselst du denn jetzt schon wieder? Was ich damit sagen will, ist, dass im Wald die Natur, oder besser gesagt, Adanos herrscht. Auch wenn er dir manchmal finster erscheint oder von finsteren Wesen bevölkert ist, im Prinzip haben im Wald weder Innos noch Belia irgendeinen Einfluss. Und die lange Zeit alleine hat dir wirklich nicht zugesetzt? Ich meine, ich verstehe immer noch nicht den Zusammenhang. Wenn du Hector hervorlocken willst, musst du die Neutralität des Waldes stören. Ich verschwör... Lassen wir das. Ja, weiter. Das Ganze geschieht durch Blutvergießen. Ja. Aber ich habe schon eine Menge Viecher im Wald getötet. Es kam jedoch noch nie ein verrückter Baumann hinter dem nächsten Felsen hervorgesprungen. Das ist ja auch nicht so leicht. Im Wald gibt es ständig den Tod. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Na dann raus damit. Was soll ich tun? Du musst das Blut einer bösen und einer unschuldigen Kreatur vergießen, um das Gleichgewicht zu stören. Konkret bedeutet das Ganze, du musst eine böse Kreatur töten. Davon wirst du sicher irgendwo im Wald eine finden. Dann besorgst du dir irgendwoher ein Schaf. Ich wusste es. Ich meine, mit einer Jungfrau sollte es auch funktionieren, aber... Matthias, ne? Ah, das ist keine Jungfrau mehr. Du tötest also die böse Kreatur, opferst das Schaf an genau der gleichen Stelle und erst dann sprichst du die Beschwörungsformel Saltus Spiritu. Dann sollte Hector erscheinen und du kannst ihm den Schädel einschlagen. Aye, aye, Sir. Ich mache mich gleich auf den Weg. Möge ich in einem Stück zurückkehren. Viel Glück. Und vergiss Hectors Kopf als Beweis für seinen Tod nicht. Hey, Hammer, ne? Was? Wohin komme ich, wenn ich diesen Gang hier folge? Nun, das hier ist die Kanalisation der Stadt. Allerdings war seit Jahren schon niemand mehr ganz unten. Selbst heute höre ich von dort unten noch kratzende Geräusche. Ich will gar nicht wissen, welches Wesen dafür verantwortlich ist. Geil. Also ich kann dir nur raten, noch nicht runterzugehen. Wir gehen runter. Dann gehen wir da doch runter. Ist auch gar kein Problem. Also Mathea könnten wir ja zum Beispiel auch gar nicht mehr nehmen. Da muss ich... Ich habe mich schon gewundert, warum man sich ein Schaf kaufen kann. Dann wieder so eine Sache hier. Was liest er denn? Erweiterung des Geistes. Spricht man über das Wirken von Magie, so denkt man sofort an Zaubersprüche. Doch ein jeder Zauberspruch ist nur so gut wie der Zauberer, der ihn wirkt. Doch schon mit den einfachen Übungen kann man seinen Geist erweitern und somit seine magische Kraft spürbar steigern. Ich erweitere auch nicht meinen Geist. Zu Beginn sollten Sie Ihren Geist von jeder Last befreien. Ein jeder störende Gedanke muss fallen gelassen werden. Nachdem das geschehen ist, kann mit den ersten Übungen begonnen werden. Versuchen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Schauen Sie aus dem Fenster und prägen Sie sich Formen und Farben genau ein. Verbinden Sie diese anschließend mit Gefühlen und Emotionen, die Sie fühlen, und schließen Sie im Anschluss die Augen. Versuchen Sie nun mit Hilfe Ihrer Gefühle das Geschehene zu rekonstruieren. Anschließend wird die Übung wiederholt. Nun verlassen Sie sich allerdings nicht nur auf Ihre Gefühle, sondern auch auf die magische Aura, die ein jedes Lebewesen den Magier in besonderer Weise umgibt. Ich, neuer Meditationscoach, Code kommt. Easy, schaffe ich. Aha. Klappt schon, auf jeden Fall. Ich guck mal. Ich speichere mal, sonst muss ich das mir nochmal alles anhören. Das war schon wieder zu viel. Zu viel Text. Schaffe ich nicht. Oh, hier sind's. Auf jeden Fall fliegen.
Hm. Ein Schattenläufer, was wär's da? Das wäre doch fantastisch. Wir sind auf jeden Fall so ein oder andere Leichen. Hier ist Wasser. Das ist quasi der Brunnenschacht. Ich hätte das. Hier kommt das andere Abwassergedönszeug lang. Ja, wegen Kanalisation. Ich brauche wieder eine Fleischschwanzenverwandlung. Nein! Ich wollte nicht gar rein. Nein, Luft. Ich komme nicht mehr raus, oder? Ich habe ein Problem. Gut. Kann ich hier nicht irgendwo hochklettern? Ich finde, es läuft gut. Optimal, optimal. Besonders, weil ich jetzt im Dunkeln auch so wie sehe, ne? Oh Gott, hier nicht untertauchen. Gibt es hier einen Ausgang? Man, einmal hier, Tomb Raider. Alles gar kein Thema. Keine Ahnung, wo ich bin. Gibt's hier was? Nee, hier ist kein Ausgang. Okay. Man erstickt halt. Ich dachte, vielleicht würde man jetzt hier irgendwie irgendwo hintauchen können. Damit man rauskommt. Gut. Ich empfehle euch nicht, irgendwo reinzuspringen, ohne zu gucken, ob man vorher auch rauskommt. Sagen wir es mal so. Ich hätte einen Vampir. Ich hätte gern so einen Dämonenlord. Diese einen da, diese extra tollen. Das wäre was. Also da gehe ich nicht nochmal rein. Deshalb bringt es einmal auch nichts. Also wenn das hier wirklich das Brunnenloch ist, das bringt dir halt nicht sonderlich viel. Du kommst ja nicht mehr raus. Hier gibt es ein paar Sachen. Geht es jetzt hier laut? Könnte laut werden. Hier ist nur eine Kiste. Ist hier noch was? Ich bin unter dem Schmied, ich höre das. Ja, gut. Ich speichere mal, vielleicht taucht das Ding auf, nachdem ich die Kiste geknackt habe. Oh, hier ist auch wieder so ein Zwölfer-Ding. Ich mal direkt mit. Direkt. Okay. War eine normale Kiste. Alte Kriegerrüstung. Au, 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 au. Nein, so ein Kackskelettmagier, ich glaub's ja. Ich wusste, dass was kommt und trotzdem erschrecke ich mich. Ah! Auch kurz Hilfe. Hier, Mistvieh. Na gut, dass ich gespeichert habe. Aha. Okay. Also war klar, dass was kommt, nachdem ich die Kiste öffne. Ich habe keinen Eisblock. Ich habe keinen Eisblock. Wie soll ich denn dann diesen Dingsebumste machen? Dieser Skelettmagier. will ich eigentlich mal mit Eisblock machen. Weil die ein bisschen toll sind. Aber hier ist eine coole Rüstung drin. Die hätte ich gerne. Untote vernichten hätte ich einmal noch. Damit könnte ich den Skelettmagier auch außer Gefecht setzen. So, ansonsten könnte ich mich natürlich dann noch heilen. Vielleicht setze ich mal ganz kurz Schutz vor Magie 15. Mal ganz kurz doch diese Stadtwachenrüstung an. Mich sieht hier unten ja niemand. Mich sieht niemand. Fred haben wir nicht. Wir haben keinen Fred. Ich kann auch keinen Fred kaufen. Kann ich nicht. Ist nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Auf der 5 ist Untote vernichten. Okay. Ich muss halt die Goblin-Skelette trotzdem machen.
Ist ja mal wieder hier mein Ding. Vielleicht kann ich mit schneller diesmal rausrennen. Warte mal, ich hab's mir aufgemalt. Und nicht so lang rumbubbeln. Nehmen, nehmen! Renn! 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 Ja, weil das, der hat nämlich jetzt die Skelett-Goblins beschworen. Deshalb. Aber ich brauche mal ganz kurz Abstand. Abstand. Personal Safe Space und so. Lasst mich. Lasst mich. Komm her, Mistvieh. Ah, sorry. Ich muss da gleich den Sound, der ist hier wieder ein bisschen verbackelt. Okay, er ist nicht sauer, er ist nicht sauer, er ist nicht sauer, er ist nicht sauer, er ist sauer, er ist... hat ein Problem. Er macht den Magier. Untote, ich nehme schon mal Untote vernichten. Ja, er ist pisst, er ist pisst, er ist pisst. Verdammter Magier. Okay. Geht's ihm jetzt besser? Ja, ich glaube, er ist wieder weggerannt. Okay, okay. Ich hab den Magier weg. Untote vernichten kriege ich aber auch von ihm. Nett. Ich habe meine Spruchrolle wieder zurückbekommen. Ja, dann passt es doch. Oh. Na, ich friere die sonst halt auch meistens ein. Weil du die ganzen anderen Skelette eigentlich noch drumherum hast. Und eigentlich, also die einen, also aus Perfekt 2, ganz normal, die ich kenne, die haben dich sonst auch immer eingefroren. Das war immer so eine problematische Geschichte. Dreckiger Dieb! Na, warte! Ich hab, das war nicht dein schwerer Ast. Chill dein Leben. Die Tür ist zu. Ich darf das Ganze nochmal machen. Ich brauche eine Vergessensspruchrolle. Mach die Tür auf. Das war nicht dein schwerer Ast. Das war der schwere Ast von dem Goblin-Skelett. Das ist wie damals Bennett im Knast. Das werde ich mein Leben lang auch nicht vergessen. Da habe ich den Stab von diesem anderen Typen neben dran genommen und dann ist der ausgerastet. Ich hatte schon mal so eine Situation. Ich muss das Ganze normal machen. Tut mir sehr leid. Das wird vielleicht gleich ein bisschen viel. Och, Menno. Weil ich nicht gespeichert habe. Oder ich bin diesmal schnell genug gewesen und habe ihn gleich umgelegt. Okay. Speichern. Jetzt kann das ja auch nicht wieder passieren mit den Ästen. Also, das war nicht seiner. Nee, nee, nee. Immer diese Leute, die überreagieren müssen, ne? Schlimm. Kann ich ihm sagen, das kratzende Geräusch ist tot? Ich weiß, was unten in der Kanalisation sein Unwesen getrieben hat. Ja? Erzähl. Es handelte sich um die untoten Gebeine eines Magiers, die versucht haben, mich zu töten. Jetzt wandeln sie allerdings nicht mehr unter uns. Bei Belia. Zum Glück wusste ich nicht, was dort unten wirklich herrscht. Sei es drum. Jetzt ist die Gefahr ja gebannt. Ich will dir dieses Gold als Belohnung für deine Mühe geben. Danke, wo auch immer er Gold her hat. Ich nehme hier mal nichts, der rastet dann wieder aus. Fischsuppe hilft doch auch, oder? Du meinst Fischsuppe gegen den Skelettmagier? 100 pro. Da kippt der einfach instant aus den Latschen. Das kann man nicht anders sehen hier. Dann nehme ich mir mal die gute Rüstung hier. Alte Kriegerrüstung. Ich weiß ja nicht. Naja, ich hatte schon schlimmere Sachen an. Ich hatte schon schlimmere Sachen an. Und ich habe nicht mehr die Miliz, die Stadtwachen-Sachen an. Weil die gehen jetzt echt nicht, ne? Wir machen die Tür zu. Auch wenn es die nicht interessiert, dass ich da reingegangen bin. Interessiert nicht. Interessiert einfach gar nicht, ne? Die Fischsuppe, damit Leute dich wieder mögen. Nee, dafür muss ich diese Erstick-doch-dran-Fleischsuppe nehmen, wie es mir gesagt wurde und mitgeteilt wurde. Ich glaube, die funktioniert besser. Die Fischsuppe kann sich ja jeder holen.
Ach, passt. Ist doch fantastisch. So, ich soll jetzt die Wälder absuchen nach Hector. Das muss ich zuerst machen, bevor er mir hilft, dieses andere Gedöns zu machen. Hector ist ein Baum. Ich habe keine Ahnung. So was ähnliches wie ein Baum. Er hatte zu viel von dieser Waldgeistersuppe. Ich hätte gerne auch etwas davon. Ich überlege gerade, gebe ich meine Lernpunkte aus? Ich weiß halt nicht. Ich brauche bestimmt Lernpunkte, wenn mir Akaro beibringen möchte, wie man diesen Sprung macht. Das wird bestimmt Lernpunkte kosten. Ach, ich gucke mir den Bums erstmal so an. Schaf muss ich mir ja danach holen. Aber das muss ich dann zweimal machen, oder? Nach einem langen Gespräch habe ich erfahren, wie Hector zu töten ist. Er hält sich in einem der beiden größeren Wälder der Insel auf. Welcher es allerdings ist, muss ich noch herausfinden. Dort muss ich eine böse Kreatur finden und töten. An der gleichen Stelle schlachte ich ein Schaf und spreche dann das Wort Salto Spiritu. Klar. Hector erscheint, ich schlage dem komischen Kobold den Schädel ein, säge ihn ab und bringe ihn zu Akaro. Klingt gar nicht mal so einfach, aber machbar. Ich fand den Plan von Zip wesentlich komplizierter, den wir da hatten. Wesentlich. Naja, ist wieder andere Geschichte. Ich würde erstmal den, weiß ich nicht, das Ding hier nebendran nehmen. Und mir da das erstmal anschauen. Kann ich mir eigentlich ein paar neue Spruchrollen gönnen? Oder ich frage ihn generell. Wie gehen eure Forschungen voran, Meister? Sehr gut. Seitdem ich mich nicht mehr mit diesen Jägern herumärgern muss, komme ich wesentlich schneller voran und kann sicherlich bald weiterziehen. Gern geschehen. Zeig mir deine Spruchrollen. Jetzt gibt es Fred im Angebot. Der hatte vorher noch keinen Fred gehabt. Jetzt hat er auch fünfmal diese flammende Bestie. Was ich ja einmal habe und ich nicht weiß, ob ich die überhaupt benutzen soll oder nicht. Und wir haben Golem. Hat er nicht gehabt. Hey, jetzt hat er auch Eisblock. Okay, naja. Aber hier Fred und Golem und so. Das hat er nicht gehabt. Was wir uns Unterstützung holen können. Brauche ich jetzt eigentlich Geld noch für irgendetwas? Eigentlich nicht. Also 1250 wäre diese andere Lederrüstung gewesen beim Aussiedler. Aber ich wette, die ist nicht besser als die, die ich jetzt anhabe. Deshalb würde ich mal einfach... Mit Fred macht man nichts falsch. Gönnen wir uns Fred. Ich habe mir dreimal Fred gegönnt. Wie sich das anhört, ne? Aber es ist was anderes. Jetzt sind da ja schon wieder irgendwelche Sachen. Da waren doch letztens erst irgendwelche Scavenger. Ihr wollt mich doch verschunkeln hier. Welcher Snapper? Ich habe einen Snapper übersehen. Gut möglich. Es ist laut. Ich würde euch mal den Sound wieder ein bisschen leiser machen, während ich jetzt kämpfe. So 5 Dezibel einfach. Weil ich nicht weiß, was hier gleich noch kommt für Gegner. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht der Wald, den ich brauche. Ich habe den Snapper nicht gesehen. Oben auf der Klippe. Kann ich später mal kontrollieren. Vielleicht, wenn jetzt Matt fehlt und ein Jäger fehlt, haben die da vielleicht die, nennen wir es, die Kontrolle verloren. So, Aktion, Reaktion, wenn du dich für was entschieden hast. Hier bräuchte ich zum Beispiel Fredchen eigentlich jetzt, ne? Wäre schon sinnvoll. Die Rüstung ist... die Rüstung ist gut. Also einfach, weil ich konzentriere mich ja gerade nicht mal auf den Abstand. Und ich habe ja gesagt, sonst nicht mehr als 2 Gegner. Wegen dem Ausweichen und dann wieder angreifen und so ein Gedönsel. Ach, da kann ich ja jetzt wieder faul sein. Passt doch.
Ich gucke gleich da oben noch nach. Ich würde einfach einmal alles ablaufen und mir dann die die Erfahrungspunkte gönnen. Warum nicht? Und dann, ob... Ich mache einfach beide Wälder sauber, räume die auf und dann gucke ich mal, bringe ich ein Schaf dahin und schau mal, entweder liege ich richtig oder nicht so richtig. Was höre ich denn? Ach hier, schon wieder drei. Okay, ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen. Das war jetzt dämlich. So ein Stückelchen, ne? Das wäre schon eher so ein minimaler Vorteil gewesen. Besonders, wenn ich einfach gar nichts sehe. Da. Ich sehe nichts. Wo ist er denn? Da. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Erstmal die Dunkelpilze reinpfeifen. Von Satisfactory gibt es offiziell Plüschtiere, darunter auch der Wuffi in zwei Größen. Willst du mir damit sagen, das hast du erstmal bestellt? Erstmal. Da vielleicht spawnt dann zu Hause auch so das ein oder andere etwas, was man vielleicht gut gebrauchen könnte. So ganz spontan, was man so braucht. Ich habe ja auch eine Fischsuppe. Rein damit. Rein damit. Stärke plus 1 von der Fleischsuppe. Aha. Ich habe ja so viel Käse. Na gut. Und erstmal die ganzen Sachen looten. Da hinten sind die anderen umgekippt. Ja. Ja, ich würde einfach beide Wälder aufräumen. Und dann schauen, da wo ich das Schaf opfere. Je nachdem, wie viel ich kaufen kann, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 100 Goldmünzen oder so. Ja, wenn man mal Geld übrig hat. Ich könnte auch mal wieder Fleisch grillen. Ich doch nicht. Ich kaufe doch nicht einfach irgendwelche Kuscheltiere. Nein. Also ich jetzt auch nicht, ne? Na, selbstverständlich nicht. Oh Gott. Was ist das denn? Da sind ja auch... Ist das ein Ork? Da hinten steht auch einfach ein Ork. Oh Gott, ja, das... Bitte, was? Ich weiß nicht, was das da ist vor mir. So Alligator? Dann kommen auf jeden Fall eins. Aber da hier ganz hinten stand irgendwie gerade noch so ein Ork. Also so ein normaler Ork. Erstmal so ein Elite-Krieger hier reinpacken. Alligator ist halt echt ein Alligator. Ah, das ist aber gemein. Der Kopf zählt nicht zum... Jetzt. Das war gerade echt ein bisschen weirdo. Ich konnte den Kopf nicht wegschlagen als Reichweiten-Ding. Warte, ich weiß nicht, ob da nur ein Ork ist oder mehrere. Und irgendwas steht da noch bei dem Ork. Yeah. Wo ist der Feuerregen, wenn man ihn braucht? Der hatte noch immer keinen Feuerregen im Angebot. Jetzt kann ich wenigstens mal looten hier, nachdem ich die Sachen dafür ausgegeben habe. Wenigstens einmal. Ich hatte noch nie... Okay, ist auch die erste Mal. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir hatten diese komischen Gürteltiere. Jetzt Alligatoren. Für mich sahen diese Baumratten aus wie Gürteltiere. Und jetzt haben wir hier einen Ork. Die Frage ist, er kann ja auch nett sein. Da hinten sind schon wieder diese komischen Gürteltiere. I don't... Nee, ist doch nett. Oh je, ich muss blocken.
Da war ich nicht schnell genug, weil man immer einmal zuschlagen, wenn er diesen komischen Dingsangriff macht. Heiliger. Okay, ist aber einfach nur ein Krieger. Aber das kriegt man ja wohl hin. Ich dachte, vielleicht gibt es jetzt hier so einen Urschack oder so plötzlich noch. Und dann heißt es unschuldiges Wesen. Weiß ich ja nicht. Deshalb, das hätte jetzt gut möglich sein können. Wenn nicht der Hector. Ah, das zählte jetzt als Belia? So, mit dem Ork habe ich jetzt schon mal ein Wesen Belias getötet. Nun sollte ich mit dem Schaf fortfahren. Ich hoffe, ich bin auch im richtigen Wald. Okay, okay, okay. Das war mir jetzt nicht so sicher. Okay. Stimmt. Aber so ein Golem? Ja, gut. Machen wir mit den anderen Sachen hier noch weiter. Hätte auch gleich einen Elite-Krieger hinpacken können. Hätte ich von hinten. Mach doch erst den. Es ist laut! Und ich hab das schon leiser gemacht. Diese Dinger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Wand an, ey. Ich nehme da nochmal was weg. Heilige. Ist das brutal. Oh. Das ist ja jetzt ein bisschen laut. Ja, gerade eben, ich kann das nicht, ne? Wenn das zu penetrant sind, ist manche Geräusche hier. Also hier könnte man das ausprobieren. Ich gehe trotzdem nach da hinten und schauen, ob da jetzt auch noch was aufgetaucht ist. Wenn nicht, müssen wir ein zweites Schaf kaufen. Das wäre peinlich. Ich hoffe, man kann zwei kaufen. Das würde ich dann, ich würde vorher einmal abspeichern. Wenn nicht, dass uns nur eins verkauft. Möglich. Alles auch gut möglich. Wie hast du denn in den letzten 30 Minuten das Schaf verloren? Ja, das ist ja eben. Ich würde gerne eigentlich davor einmal schlafen, weil es jetzt dunkel ist, bevor ich das ausprobiere. Und Sachen einsammeln. Ich hoffe, da geht mir jetzt auch nichts futsch. Weil ich weiß nicht, ob ich das Schaf jetzt direkt... Also entweder bleibt hoffentlich der Ork da liegen. Oder ich muss mir die Stelle merken. Oder es muss einfach nur hier irgendwo in dem Wald sein. Mit speichern, weil es ist jetzt schon wieder so dunkel. Die Nacht bricht an. Wo war denn der Ork jetzt? Irgendwo hier. Irgendwo hier. Schon weg. Hier ist die Baumratte. Ich krieg das hin. Alles gar kein Problem. Erstmal schlafen. Er hat ja nicht gesagt, in welchem Zeitraum das Blutvergießen sein muss. Hat er nicht. Anforderungen unklar. Komplett. Spiele soll immer die Option geben, eine eigene Markierung zu setzen. Ach, naja. So, erstmal so ein Leuchteding. So, ob da eine Quest ist, weiß ich nicht. Und am besten. Ich glaube, das ist egal. Vielleicht ist deshalb da auch dieser eine Grabstein. Ne? Es gibt ja drei Gräber hier, die man so finden kann. Also ein Anhaltspunkt ist da. Gucken, ob es so funktioniert. Und ich muss das Schaf noch holen. Ich hab davor gespeichert, oder?
Gehörschaden, ASMR. Ich mag das nicht. Wenn manche Geräusche wirklich, das ist für mich zu viel. Wenn man richtig penetrant wird. Ich möchte ein Schaf kaufen. In Ordnung. Du kannst Liesel haben. Oh, Liesel. Die kostet dich aber 250 Goldstücke. Und versuch gar nicht erst zu verhandeln. 250? In Ordnung, hier. Gut. Liesel wird dir folgen, wenn du es ihr befiehlst. Wenn sie auf dich irgendwo warten soll, dann achte darauf, dass du dich nicht zu weit von ihr entfernst. Selbst das beste Schaf könnte dann nämlich das Weite suchen. Und dann wäre dein Gold weg. Also gib gut auf sie Acht. Sie ist schließlich eines meiner besten Schafe. Arme Liesel. Das ist jetzt schlimm. Hätten wir nicht können... Wir hätten Mathia opfern sollen, ne? Hallo. Schaf. Komm mit. Das... Die arme Liesel, ey. Was ist das Game so brutal? Es gibt Grenzen. Also Mathia hätten wir ja meinetwegen opfern können, ne? Was? Die Schafe haben eine bessere Wegfindungsgedöns als jegliche andere NPC in Gothic. Davon abgesehen. Das habe ich schon getestet. Ich probiere aber mich mal nicht zu schnell hier zu sein. Mathia ist keine Jungfrau. Ja, wir hätten es halt vorher. Wir hätten das ein bisschen früher machen sollen. Das kam da gerade nicht um die Ecke. Ich bin enttäuscht. Sonst war das mit der Wegfindung immer gut. Ja, okay. Ich nehme auch mal Gorn als Vergleich. Gorn und dieser Baumstamm. Ja, jetzt hängt sie da fest. Mal nach hier. Geht das? Ja. Dann ein bisschen nach da. Ach, hier. Gott. Hm, stückchenweise. Jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich auf die Bäume aufpassen. Und da hinten war auch so eine Kante. Ein bisschen. Liesel ist da. Ach, mir tut Liesel echt leid. In dem Moment, wenn du mehr Empathie gegenüber einem Schaf hast als Matteo. Matteo war aber auch, es tut mir wirklich leid. Was passiert? Nee, ne? Ich habe das Ritual durchgeführt, aber es ist nichts passiert. Wird wohl der falsche Wald gewesen sein. Dann probiere ich es mal im anderen. Arme Liesel. Okay, ich glaube, wir können aber mehrere Schafe kaufen. Gott. Als nächstes ist Hilda dran, oder was? Oh Gottchen. Ein Schaf hätte namenlos bleiben sollen. Magst es nicht töten jetzt, da es einen Namen hat. So persönlich. Ich finde das auch, ne? Aber selbst wenn. Wie gesagt, bei Mathia hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Da habe ich aber ein Problem mit. Die können doch immer nicht den Schafen irgendwelche Namen geben. Das geht so nicht. Es gibt Grenzen. Die hätten es auch einfach namenloses Schaf nennen können. Das Schaf 1, Schaf 2, Schaf 3. Was da hinten hoch? Erstmal Teer opfern und dann die relevanten Teile an die Piraten geben, damit sie den Vater zurückbringen? Ja. Ich möchte mal ausprobieren. Könnte ich mit Mathia reden und sie fragen, ob sie mir folgen möchte für ein Picknick? Sie ist ja immer noch komplett verblendet von mir. Würde das gehen, so rein interessenshalber? Ich habe ja den zweiten Wald noch, also, ne? Ich habe den zweiten Wald noch. Wie geht es dir heute, schöne Mathia? Sehr gut. Aber nur, weil ihr in meiner Nähe seid, mein Held.
Nun gut, ich muss mal weiter. Okay. Viel Glück, was immer ihr auch macht, mein Held. Nee, das geht nicht. Also es war gerade recht leise, aber es war der Standardtext, den hatte ich eh schon. Schade. Schade. Ich kann ja wieder laut machen. Habe ich nicht gemacht. Egal. Für Diesel musste ich leider 250 bezahlen. Vielleicht kriege ich ja das nächste auch ein bisschen günstiger. Da sind Fangheuschrecken und ich kriege Tinnitus. Tinnitus mit Kopfhörern ist immer so richtig unangenehm, wenn man die dann aufhat. Es läuft hier wieder bei mir. Ja, ich mach laut, sobald wir mit dem ganzen Gedönsel hier durch sind. Also, Kreaturen töten und so ein Gedönsel. Meine ich damit. Ich weiß nicht, ich glaube. Also, da ich es immer als unangenehm finde, wenn es irgendwann zu viel ist. Und das ist ja gerade so ein Hochtöner kaputt angefühlt. Schade, Marmelade. Das wäre lustig gewesen, wenn wir hätten Mathe jetzt doch nehmen können. Man braucht auch mal seinen Spaß hier, ne? Nicht nur Sandro kriegt seinen Spaß. Das kann ja nicht angehen. Ich will auch meinen Spaß. Wir können aber nicht nochmal... Weil es gibt ja zweimal Pralinen. Es hätte ja die Möglichkeit gegeben, sie nochmal einzuladen. Vielleicht ganz zum Ende hin. Ich hoffe doch. Ich speichere mal. Vielleicht dann. Irgendwann. So. Das ist der ungefährliche Wald ja noch. Vielleicht Sid. Aber ist Sid unschuldig? Zählt er als unschuldiges Wesen nach dem Plan, was er da hatte? Der hat einen Auftragsmörder angeheuert und einen recht guten Plan sich überlegt, um an seine Ziele zu kommen. Sag mal, wie viele Wölfe? Mit Pralinen den Endboss rauslocken. Die gebe ich Bonor. Ganz am Ende. Im Gegenzug zu seinem Rubin. Das ist es. Ich sag's euch. Danach auf jeden Fall die ganzen Sachen hier mal verkaufen. Jetzt, wo ich das hier hab. Ist einfach alles voll mit Wölfen. Und ich habe einen halt noch nicht gelevelt, ne? Hätte ich auch meine Lernpunkte da ausgeben können, dann würde ich hier noch schneller durchkommen. Also, wenn man das dann hat, Rudelführer. Okay. Sag mir nicht, jetzt gab es eine Quest dafür. Ich gehe gleich zum Leuchtturm. Vielleicht haben die so ein Problem. Ich guck gleich mal. Weil wenn der jetzt schon Rudelführer hieß. Der eine Wolf. Ich habe jetzt dann so viel Opfergaben. Ich nenne es Opfergaben. Obwohl, ich brauchte irgendwas von Keiler noch. Ich brauche keine Wölfe, ich bräuchte einen Keiler. Für das war der Innerstatue, was es da gab. Da war doch was gewesen. Hm. Das sind noch ein paar Tierchens. Mich mal kurz drehen. Ich will auch nicht, dass die anderen gleich hier angetanzt kommen. Wenn ich von der Seite aufgefressen werde hier. Sag mal. Im Moment, wenn du gar keinen Crit machst. Mit der Rüstung muss ich ja wirklich auf gefühlt nichts mehr achten. Also vielleicht dann, wenn Hector, weiß ich nicht, jetzt so ein Zwischenboss ist, ob ich dann nochmal Lernpunkte ausgebe, damit es da ein bisschen leichter wird. Leicht. Hm? Ich frage jetzt hier erstmal nach wegen diesem Rudelanführer. Freut mich, dass du jetzt auch zur Wache gehörst. Danke. Ja, mich auch.
Endlich mal wieder ein fähiger Mann, den Gerard da eingestellt hat. Wie auch immer, ich muss doch mal weiter. So. Wie gehen die Arbeiten an dem Leuchtturm voran? Sehr gut, Kamerad. Dank deiner Hilfe können sich die Arbeiter jetzt voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Nichts? Aber da stand doch Rudelanführer. Das ist doch meistens eine Quest. Also. Zum Snapper nochmal. Lass mich endlich arbeiten, du Penner. So redest du aber nicht mit mir, mein Freundchen. Und wie geht es voran? Eigentlich ganz gut. Warum eigentlich? Nun ja, von Nacht zu Nacht tauchen hier ein paar Goblins. Ich habe mich um die Goblins gekümmert. Ihr solltet jetzt ungestört weiterarbeiten können. Wirklich? Ich danke dir. Hier, nimm das Gold. Wenn du wirklich die Goblins getötet hast, hast du uns die Arbeit hier um einiges erleichtert. Und dafür will ich dir danken. 10 Jahre später. Vielleicht ist bei ihm jetzt aber auch das andere. Hier war ja was. Ich hatte das nur dem vorne gesagt gehabt. Das war ja bei mir dann ein bisschen verschoben, weil ich alles so komisch gemacht hatte. Auch mit wegen dem Erdhaufen und der Schaufel. Ja gut, aber vielleicht er hat das Problem mit dem Rudel. Erfahrungspunkte im Nachhinein nochmal einsammeln und so. Und, wie geht es voran? Gut, seitdem du dich um die Goblins gekümmert hast. Und der Anführer? Okay. Schade, ich dachte, bei ihm hätte ich das mit dem Rudelanführer noch klären können. War nur die Goblins. Ja, dann mal gucken. Dann war der Anführer nicht wichtig, der hier war. Ich sehe Harpien. Ich sehe Harpien. Harpien. Ich schweife heute hier ab. Es tut mir so leid. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, was mich interessiert. So. Bedienbarkeit von Games. Tonfrequenzen von Games. Und mich stören zum Beispiel wirklich Geräusche ab und zu. Dann kriege ich hier Nervenzusammenbrüche. Bei mir gibt es leider nicht so ein fancy Rewe, nenne ich es mal. Mit diesen Zeiten, wo doch dann das Licht gedimmt ist und die Geräusche reduziert sind und so, sowas gibt's doch. Bei mir, an irgendwie habe ich gesehen, dass es Rewe macht. Und bei mir gibt es leider nicht so ein Rewe, der das hat. Wo du so 2 Stunden, da haben wir mal so ein 2 Stunden Zeitfenster, wo dann halt alles so drauf geachtet wird. Ich finde es cool. Zu der Zeit würde ich auch einkaufen gehen. Dazu, dass ich eh einkaufen hasse. Wirklich. Ich finde es schlimm. Ich gehe mal kurz vor Ladenschluss. Dann kriegst du halt manche Sachen nicht. Aber ich würde dann auch zu diesen Zeiten gehen. Gibt es nicht bei mir. Jetzt habe ich bei mir den Ton auch richtig, richtig leise. Weil es irgendwann... Es ist auch manchmal so ver... Raise! Och nee! Kack die Wand an! Die Dinger! Nee. Müssen die hier sein? Ich will die nicht hier haben. Wo bin ich? Im Canyon? Von Jakenda? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja klar. Haben wir noch diese Razor hier? Ich glaub's ja.